Ja, grüß Gott, herzlich willkommen. Ja, nicht zu einem neuen Blick, sondern zu einem Gespräch mit Marc. Ich sage jetzt deinen Nachnamen bewusst nicht. Man kennt dich oder die meisten kennen dich vielleicht von der Sendung Verbinde die Punkte, Sunny, beim Livestream, die eigentlich einmalig hätte stattfinden sollen zur Wahl und seither mehr oder weniger täglich grüßt das Murmeltier spielt, mehr oder weniger fast jeden zweiten Tag. Bei der ich ja am Anfang auch dabei war und ich bin dann rausgegangen aus bekannten Gründen und du bist drin geblieben und es freut mich sehr, Marc, dass ich dich da in die Sendung reingebracht habe, denn wir haben uns ja in der Liebnitzmühle kennengelernt bei Hajo Müller und wir sind in einer Pause ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, hey du, das ist so interessant, lass uns das doch gemeinsam, dann bist du in einen Vortrag mit rein, der allerdings nicht aufgezeichnet wurde. So, und dann habe ich mich seither bemüht oder habe immer gedacht, ach komm, das wäre doch mal gut, wenn der Marc irgendwie sein Wissen zum Besten gibt. Und irgendwie ist es dazu bis heute noch nicht gekommen, außer in den kleinen Randanmerkungen bei Sunny. Marc, magst du dich mal vorstellen, was du jetzt zu dir sagen willst, nachdem ich dich jetzt auf meine Art eingeführt habe? Ja, gerne. Also, vielen lieben Dank nochmal, Katharine, dass ich da hier die Möglichkeit bekomme, mich jetzt auch einmal an die Öffentlichkeit zu wenden, ist mir ein sehr großes Anliegen. Ich komme aus Nürnberg. Ich denke, das haben die meisten jetzt schon mitbekommen. Ich habe ein Unternehmen, deswegen möchte ich das mit meinem Nachnamen auch etwas, ich sage immer, zurückhalten. Ich bin der Marc, ich bin Mensch. So werde ich gerufen. Und ich beschäftige mich also seit Jahren mit geschichtlichen Themen, vor allem was die Militärgeschichte angeht, die letzten 100, 150 Jahre. Dadurch bin ich dann auch sehr viel zu rechtlichen Themen gekommen. Wir werden da heute auch einiges drüber besprechen, also das Thema Person, was ist ein Mensch, was ist eine Person. Und bin darüber dann natürlich auch an spirituelle Themen rangekommen, schon seit Jahren, weil ich eines gelernt habe, das eine ohne das andere funktioniert nicht. Sprich, wenn man das große Ganze verstehen will, kommt man irgendwann an den Punkt, entweder von der spirituellen Seite, wo man sagt, okay, das bringt mich jetzt in meinem Leben auf diesem Planeten, auf dieser Erde, vor allem in dieser Welt nicht weiter. Und von der anderen Seite habe ich gemerkt, wenn du nur auf der materiellen Ebene in der 3D-Welt bist, kommst du auch irgendwann an den Punkt, wo du sagst, bis hierhin und jetzt verstehe ich nicht mehr oder jetzt komme ich nicht mehr weiter. Was sind die Antriebskräfte der Eliten, der Leute, die hinter der ganzen Sache stehen, weil Geld kann es nicht sein, das stellen sie nämlich selber her. Das heißt, sie haben unendlich viel, sie können auch unendlich erschaffen oder vielleicht auch nicht, das ist die Frage. Oder vielleicht bis jetzt können wir vielleicht einschränken. Übrigens, Marc, kannst du näher rangehen oder irgendwie, also du bist tatsächlich nicht sehr gut zu hören. Also ich weiß nicht, ob du da näher rangehen kannst. Dann machen wir das nochmal. Ich versuche immer, dass wir das jetzt besser hören. Ah, das Mikro steht irgendwo. Dann wundere ich mich nicht, dass ich dich... Ich höre dich nämlich ganz dumpf, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Wir gehen jetzt... Ja, also je näher ran, umso besser, weil es ist tatsächlich... Okay, dann habe ich es jetzt hier. Also vielleicht, dass das Mikro wirklich vor dir ist, also weil es ist sehr dumpf. Okay, also habe ich es jetzt direkt vor mich platziert. Ich hoffe, dass man es jetzt besser versteht. Höher geht nicht. Höher, warte mal, da müsste ich jetzt was drunter stellen. Ja, mach das mal. Mach das mal. Während du das suchst, wollte ich nur sagen, damit wir den Leuten, den Menschen da draußen nicht so Angst machen, und das ist auch nicht meine Information, oder anders, meine Information geht da dagegen. Ich würde mal sagen, sie hatten immer sehr, sehr viel Macht und sie hatten sehr, sehr viel Geld, weil sie die Macht hatten, das Geld zu drucken. Wir wissen, dass die Fed bereits in die amerikanische, ja, wie auch immer, ne? Dass Trump die Hoheit über die Fed wiedergewonnen hat und dass die Fähigkeit, also Geld zu drucken und die Macht, wo die noch uneingeschränkt war, dass das Zeiten waren von gestern. Das möchte ich einfach an der Stelle nur betonen, weil es gibt einfach Menschen da draußen, die lassen keine Gelegenheit aus, um sich ins Hemd zu machen, wenn du verstehst, was ich meine, um wieder die Angstnummer zu schieben. Und denen möchte ich keine Gelegenheit geben, den Angstporno zu schieben, etwas despektierlich gesagt. Ich denke, da gehst du ja, schätze ich jetzt mal, mit mir d'accord, oder? Ist jetzt eine Suggestivfrage, Marc. Kann ich auch dagegen verwehren. Nein. Ich sehe das ähnlich. Natürlich wird hier eigentlich hauptsächlich über Angst gesteuert. Ich habe tatsächlich heute früh noch ein Video gefunden, das muss ein Gespräch bei KenFM gewesen sein.
wo ein junger Mann das nochmal mit der Maske erklärt hat, warum die getragen werden muss, weil unsere Eliten, vor allem jetzt bei uns, über dieses Thema alle in Angst halten. Wer in Angst ist, hat einen sehr engen Kanalblick, kann nicht nachdenken, bekommt nicht mit, was passiert. Das passiert aber schon immer. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass dieses Mittel extrem angewendet wird. Und meine Erfahrung ist einfach die, du hast dann nur noch Scheuklappen auf. Also wenn du heute rausgehst, siehst du ja, ich sage jetzt mal, hauptsächlich Zombies, die vor Angst sich mit einem Lappen schützen. Ihr Blick ist sehr stark gerichtet und ich glaube, die bekommen gar nichts mehr mit. Also weder, dass sie eigentlich von vorne bis hinten veräppelt werden, noch die Dinge, die im Hintergrund passieren. Und gut, für mich ist diese ganze Corona-Geschichte eine Aktion von vorne bis hinten, um diesen drohenden, schon lange sichtbaren Finanzcrash und noch andere Dinge mehr oder weniger zu verwenden, um damit etwas Neues zu installieren. Das wurde okay, das ist der ursprüngliche Plan. Hm? Vielleicht kannst du doch noch schauen, Marc, du bist immer noch sehr, sehr indirekt und ich weiß nicht, wie das dann in der Aufnahme ist. Also wenn du dein Mikro irgendwie noch verbessern kannst, also es ist sehr dumpf immer noch. Haben wir jetzt ein besseres Mikro? Hörst du mich jetzt besser? Ja, ich glaube schon. Also wenn du so nah dran bist, ist es gut. Okay, ich wollte nämlich, also ich will auf die Lappen will ich gar nicht eingehen. Ich weiß, das ist ein Lieblingsthema von dir, aber auf das will ich nicht heute rumreiten, weil das tun schon genügend und wir wollen ja deine spezifischen Kenntnisse. Das heißt, okay, was natürlich schon interessant ist, ist, wozu dient Corona und wie geht das einher mit der ganzen Personengeschichte? Denn wir sind uns ja einig, die ganze Maskierung macht aus den Menschen Personen, da sind wir uns einig. Aber ich möchte jetzt auch vorweg gleich sagen, dieser ganze Corona-Plan, da gibt es einen ursprünglichen Plan. Die Frage ist, welcher Plan läuft jetzt gerade? Ist das der ursprüngliche Plan? Ist das eine Abwandlung dessen? Darüber haben ja Sani und ich und Falco, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen. Ich möchte dann nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht so maximal eine Dreiviertelstunde, maximal 50 Minuten machen, dass es nicht zu lang wird. Und ich möchte auch sagen, wir können auf keinen Fall heute das ganze Thema Firma, Person und so weiter in der ganzen Tiefe und Breite behandeln. Wir können mal nur, und das möchte ich hier einen Überblick verschaffen. Das heißt, nur ganz kurz, wenn du nur ganz kurz, was ist deine Einschätzung in Bezug auf Corona und diese Personengeschichte? Und dann gehen wir auf unser eigentliches Thema. Einverstanden? Ja, gerne. Also Corona ist für mich, wie ich schon gesagt habe, eine große, weltweite angelegte Aktion. Ich glaube, es war ein militärischer Konflikt geplant. 2016, der irgendwann 2018 in Europa hätte stattfinden sollen. Also ein, wie soll ich sagen, ein bereinigender Bücher. Und ein Ersatz statt des Dritten Weltkriegs, der nicht geklappt hat. Richtig. Würdest du das so sehen? Also das heißt, weil die Finanzen, weil sie müssen ja die Finanzen irgendwie wieder clearen. Ja, also ich denke, 2008 hatten wir das Thema mit Lehman Brothers, da wurde das Ganze nochmal verlängert um eine gewisse Zeitspanne. Seinen Ursprung hat es, denke ich, schon in den 2000ern genommen. Für mich gibt es immer Zeitspannen von 70 Jahren und diese 70 Jahre sind 2010 eigentlich abgelaufen und zwar mit dem Hintergrund, dass der letzte große Reset in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, 1933, also in den 30er, 40er Jahren. Da war es Roosevelt, der eben diese Joint House Resolution rausgegeben hat mit der Nummer 932 am 5. Juni 1933, in der ganz kurz gesagt wurde, allen US-Bürgern, und da ist jetzt bitte auf das Wort US-Bürger zu achten, der private Besitz von Gold verboten worden ist und es wurde auch verboten, Schulden zu bezahlen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Schuld ausgleiche mit irgendeinem Papier, ob das jetzt Geld ist oder eine Quittung, oder ob ich sie tatsächlich physisch bezahle, das heißt mit Edelmetall, Gold und Silber. Das ist die Grundlage dieses ganzen Systems, was wir heute sehen. Nach meinen Erfahrungen auch das, was ich in verschiedenen Kursen, die ich also mitgemacht habe, das waren private Kurse, da ist bitte auch darauf zu achten, es gibt einen Unterschied zwischen Privat und Öffentlichkeit. Und da kommen wir dann auch auf das Thema Person. Meine Erfahrung ist einfach die, und das war auch erst mein Schock, ich bin keine Person, sondern ich kann eine verwenden. Ich will noch nicht mehr sagen, dass ich eine habe.
weil die gehört ja jemand anderen. Das heißt, das, was wir als Person bezeichnen und das, was in der Öffentlichkeit eine Person ist, ist ein juristisches Konstrukt. Und ich habe da zum Beispiel mal ganz kurz das Wörterbuch. Ich halte es mal in die Kamera, das juristische Wörterbuch. Also das ist für unseren Sprachgebrauch einfach maßgeblich. Ich möchte jetzt das ganz kurz mal vorlesen, was zum Thema Person drinsteht, damit wir auch hier von Dingen reden, die tatsächlich festgelegt sind. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Also es ist schon mal ein Konstrukt, dass man Rechte und Pflichten tragen kann. Die kann man auch wegnehmen. So, Person ist der Mensch. Da steht davor noch Natürliche. Das ist jetzt die deutsche Bezeichnung. Und zwar von der Vollendung seiner Geburt. Und dann ist wieder die Frage, was ist die Geburt? Also wir gehen jetzt nicht in die Tiefe, aber bloß, dass man mal diese Begriffe gehört hat. Bis zu seinem Tod. Juristische Personen, das ist das, was man dann als Firmen kennt, als Vereine oder was auch immer, die geschaffen werden können. Letztendlich ist es dasselbe. Eine Person wird auf einem Blatt Papier, sprich einer Urkunde, gegründet, entworfen, wie auch immer. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste, was man begreifen muss. Wir sind Menschen. Menschen sind etwas anderes aus meinem Begriff geistig-sittliche Wesen, die hier eine Erfahrung machen. Und damit kommen wir auch in das Spirituelle, was ich gesagt habe am Anfang. Man braucht diese beiden, ich sage jetzt mal, Welten. Also man muss damit irgendwo umgehen können, sonst kann man das ganze Konstrukt nicht verstehen. Alles, was juristisch niedergeschrieben ist, sind Fiktionen. Das, was ich auch beim Sunny schon immer wieder erwähnt habe, Juristerei behandelt Fiktionen. Das heißt, die denken sich Sachen aus. Das ist das römische Recht, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und diese Dinge muss man erst einmal gefressen haben. Dasselbe ist immer, ich denke, das dürfte auch den meisten geläufig sein, wenn man heute in einen Gerichtsprozess verwickelt wird, gehen wir mal von einer Ordnungswidrigkeit oder einem Verkehrsdelikt aus. Der Richter ruft immer auf in Sachen Meier gegen Huber. Oder Meier gegen Müller. Und wer sich zu der Sache bekennt, ist in der Falle drin. Ich möchte jetzt auch noch ganz kurz sagen, das ist ja keine juristische Beratung, sondern das sind einfach nur die Dinge, die ich selber durch meine Tätigkeit, auch meine selbstständige Tätigkeit, immer wieder erlebe, beziehungsweise das, was in den Wörterbüchern drin steht. Marc, darf ich da nur ganz kurz, weil ich sehe das immer so wie Odysseus zwischen der Skylla und der Charybdis. Und ich möchte weder, dass unsere Zuhörer oder Zuseher sich jetzt in die eine Seite noch in die andere begeben. Also sprich, es geht darum, dass man sich weder darin gefangen fühlt und ohnmächtig ausgeliefert fühlt, denn das ist nicht so, aber auch nicht sich darin verstrickt, weil man keine Ahnung hat. Sprich, es geht uns ja darum, dass wir möglichst aufklären, worum geht es, aber nicht, damit die Leute jetzt in ihre Angst kommen und sich denken, oh Gott, ich bin ja ohnmächtig ausgeliefert, aber auch nicht in eine Hybris gehen, dass sie sagen, ich gehe jetzt in die Schlacht, ohne dass ich den Feind kenne und fange an, wie wild, um mich zu schlagen. Also sprich, es auch keinen Sinn, sich jetzt in irgendwelche Gerichtsverhandlungen zu begeben, ohne über dieses System wirklich Bescheid zu wissen und dann so halb gar irgendwas rauszuschleudern, ist genauso idiotisch, sage ich jetzt mal, ganz, ganz krass, wie sich von diesem System erschlagen zu lassen. Und das will ich nur vorweg, weil sonst wird alles, was du sagst, sofort entweder im Sinne der Skylla oder der Charybdis interpretiert, wenn du verstehst, was ich meine. Die einen gehen in die Angst und in die Ohnmacht und die anderen gehen in, ja, denen zeige ich es aber. Weißt du so? Genau, also das wollte ich jetzt nur einfach mal, damit wir das klar haben, weil wir können die Waffen natürlich, nein, wir können das Spiel, es ist, ich würde es eher sagen, wir können das Spiel zu unseren Gunsten spielen. Dafür müssen wir aber die Spieler und das Spielfeld kennen. Das erinnert mich übrigens wieder an Alexander Wagand, der auch mit der Fiktion das wunderbar erklärt hat. Ich glaube, in seinem vorletzten Video hat er das mit dieser juristischen Fiktion wunderbar erklärt. Und wir brauchen es, dass wir wissen, also wir müssen wissen, wie sind die Spieler, wie ist das Spielfeld, was sind die Regeln? Und dann können wir anfangen, entweder, naja, also die Frage ist, ignorieren wir das Spiel, spielen wir es mit, sagen wir, okay, ich bin privat, da bin ich nicht Teil des Spiels. Das sind dann alles dann Wahlmöglichkeiten, die dann sich erst da im Anschluss ergeben. Ne?
So, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war sehr interessant, was du da... Ne? Wir sind also geistig-sittliche Wesen, die eine Erfahrung machen, und offensichtlich gehört dieses perfide Spiel mit zu die, oder gehörte in der Vergangenheit, denn es ändert sich jetzt gerade, mit zu diesem Spiel. Wir reden im Grunde genommen vom römischen Recht, was wahrscheinlich auf Babylon zurückgeht und ich weiß nicht, wie lange zurückgeht, in dem wir jetzt wie täglich grüßt das Murmeltier gefangen waren und aus dem die Welt sich jetzt gerade befreit. Sage ich jetzt mal ein bisschen wieder im Adlerblick. Ne? Ich denke, es wird nicht ganz so einfach laufen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil das, was wir jetzt alle... warte mal. Du bleibst einfach sehr, sehr... Also als hättest du kein Mikro. Okay, warte mal. Was schade ist. So, jetzt machen wir es nochmal so. Wird's, ja, ich hoffe, dass... Okay, ja, cool. Jetzt haben wir nochmal an den Einstellungen geändert. Also, jetzt fangen wir nochmal an. Aus meiner Sicht ist Folgendes tatsächlich, was jetzt im Hintergrund läuft. Also wir haben hier, gehen wir mal von der Personenwelt aus, das ist also die fiktive, die juristische. Auf dieser Personenwelt ist in unserer jetzigen 3D-Welt, die wir kennen, in der wir uns bewegen als Menschen, alles geregelt, alles hängt an Personen. Jede Versicherung, jedes Auto, jeder Mietvertrag, jeder Handyvertrag, alles hängt an der Person. Diese Person ist ursprünglich mal gegründet worden, ich sage das jetzt bewusst so, bei unserer Geburt. Das heißt, unsere Mütter haben uns an einem wunderschönen Tag irgendwann mal auf die Welt gebracht oder entlassen oder wir sind in die Welt eingetreten. Und dann ist der ist etwas passiert. Im Krankenhaus wurde eine Geburtsanzeige gemacht und irgendwann sind die stolzen Eltern absolut unwissend, das ist auch nicht schlimm, zu einem Standesamt gegangen. Ich hätte jetzt fast gesagt ihrer Wahl, aber zumindest an dem Ort, wo die Niederkunft passiert ist, und haben eine Geburtsanzeige gemacht und daraufhin wurde eine Geburtsurkunde von einem Standesbeamten erzeugt. So, bis zu dem Punkt kann ich es, denke ich, jeder nachvollziehen. Die meisten werden auch noch diese Geburtsurkunde in Papierform haben. Seit 2009 gibt es keine Geburtsurkunden mehr, die, also man kann sie noch in Papierform ausfüllen, aber es wird zunehmend digitalisiert. Meines Wissens nach ist die Geburtsurkunde, die man auch nur als eine Kopie, eine beglaubigte Kopie bekommt, das wichtigste Dokument, was wir bekommen. Da jetzt näher drauf einzugehen, denke ich, ist jetzt viel zu weit. Einfach mal das mit hinnehmen, sich damit mal auseinandersetzen. Darum, das sollte man aber mal verstehen. Und diese Geburtsurkunde gehört einem nicht, sondern die gehört ja dem, der sie ausgestellt hat. Das ist auch immer wichtig zu wissen. Einem so. Alias, also man erzeugt ein Alias, ein Strohmannkonto, ein Treuhandkonto, könnte man auch sagen. Ne? Also hier wie bei einer Firma. Ne? Richtig. Ich halte dieses Konstrukt per se nicht für so schlecht, weil man sollte sich mal auch wiederum überlegen, wenn wir jetzt in die Zeit zurückgehen, wo wir diesen Alias nicht haben, waren wir in, sage ich mal, Zeiten Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wenn ich sage, du fährst mit deinem Auto jemanden an und der würde jetzt Gleiches von dir verlangen. Also das heißt, du fährst ihn um, er bricht sich ein Bein, gehen wir nur mal davon aus, und er würde jetzt von dir einen Schadenersatz verlangen. Das heißt, er würde die Heilung seiner Verletzung jetzt fordern. Dann würde das heißen, wenn wir das nicht hätten, Person heißt nämlich auch mit beschränkter Haftung, was ganz wichtig ist. Wenn du diese Haftung nicht beschränkt hast, würdest du dann irgendwann auf die Haftung mit deinem Leben gehen, die unbeschränkt und auch unbezahlbar ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen gibt es ja auch im juristischen Sinne Personen mit beschränkter Haftung, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine GmbH und so weiter. Also Marc, ich möchte da nur kurz, damit wieder die nicht so rechtlich, also ja. Weil innerhalb des Rechtssystems jetzt zu argumentieren, das ist ja nicht so verkehrt, weil halte ich für jetzt auch bedenklich, weil wir befinden uns natürlich in einem, ich will es jetzt wieder mal mit deinem veranschaulichen, für die das nicht verstehen, man könnte sich das ein bisschen vorstellen wie auf dem Sklavenmarkt, ne? Jeder Mensch ist wie ein Sklave und da heißt es, okay, das ist ein männlicher Sklave, der ist jung, der kann so und so viele erarbeiten, das ist sein Wert. Ich meine, das
war ja wirklich so, ne, bei den Sklavenmärkten, dann hat man überlegt, okay, was ist der Wert? Und wenn dann jemand diesen Sklaven verletzt hat oder gar umgebracht hat, dann musste er in die Haftung gehen, weil er hat dir ja deinen Besitz geraubt oder deine, ne, was er dir hätte bringen können an Zugewinn. Und so wird dann, so wurden eigentlich Versicherungen, ne, dass man also gesagt hat, okay, dieser Sklave ist so wertvoll, den versichere ich jetzt. Und wenn ihm irgendjemand was tut, dann muss er mir eine Haftung zahlen. Ich will es nur einfach ein bisschen runterbrechen, damit, ja, weil im Grunde genommen sind wir in einem Sklavenhandel-Konstrukt. Das Ganze ist, als wären wir Sklaven, ne, die irgendwie in ihrem Bruttosozialprodukt hier generieren können, die so und so viele arbeiten können. Und dementsprechend haben wir einen Wert. Ein Weißer hat einen anderen Wert als ein Schwarzer und ein Europäer einen anderen Wert als ein Afrikaner und so weiter. Ne? Also das einfach nur, also es ist ein perfides System, das will ich nur einfach hier schon mal klar machen. Aber wenn ich das ein bisschen abkürzen darf, weil ich meine, ich möchte schon noch auf dieses, auf die Firmen, die Staaten, die Firmen. Und okay, wenn wir jetzt das mit den Personen verstehen wollen, ne, wo da, also das ist ein kapitalistisches System, logischerweise, ne, wo alles mit Geld und mit Wert beziffert wird. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist ja schlimm, oder? Ich wollte gerade irgendwas sagen. doch, jetzt weiß ich. Genau, weil da bin ich nämlich ganz bei dir. Ich habe in einer meiner letzten Videos gesagt, wir können das Ganze nicht von heute auf morgen einfach rückabwickeln, weil, wie du sagst, dann wären die Leute auf einmal nicht mehr verheiratet, die Kinder wären nicht mehr die Kinder, der Besitz, das Haus wäre nicht mehr deins, weil alles geht auf dieses Handelsrecht zurück und auf dieses Konstrukt der Personen. Das heißt, wir können es nicht, und auch ein Donald Trump kann es nicht von heute auf morgen, kann er es nicht rückgängig machen. Das würden die Menschen auch gar nicht mitmachen, weil die Menschen haben sich mittlerweile identifiziert mit ihren Alias. Sie denken, sie sind die Person. Das ist ihre Welt und die würde zusammenbrechen. Also das nur mal vorab, da bin ich ganz bei dir, dass das nicht so schnell und einfach rückabgewickelt werden kann. Ich denke, der Weg wird in die Richtung gehen, dass man dieses Thema durchaus weiter beibehalten wird. Weil ich sehe das auch tatsächlich, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, ihre Dinge, sei es altersbedingt, krankheitsbedingt oder andere oder aus anderen Gründen nicht wirklich selber zu regeln. Also Kleinkinder sind nicht in der Lage, irgendwelche Dinge für sich selber zu regeln. Alte Menschen, wenn sie irgendwann dement sind oder einfach so gut, da kann man natürlich jetzt einwenden, Marc, dass das normalerweise ja innerhalb der Familie, so war das ja früher, ne? Dass da haben die Familien füreinander. Aber wollen wir nicht in einen Grundsatz, weil das würde uns jetzt wegbringen. Wollen wir noch bei der Person bleiben oder gehen wir auf die Firmen? Das möchte ich eben, dass ich auf die Person ganz kurz das zu erläutern. Also ich denke, das Thema der Person ist nicht das Problem, sondern wer die Verantwortung für die Person hat und wer denn der Nutznießer der Person ist. Und wenn wir das wieder gerade stellen, wie es, denke ich, ursprünglich mal angedacht ist, das heißt, der Mensch gibt dem Staat, und dann kommen wir auch zu den Staaten darüber, Kredit, darum geht es nämlich letztendlich, und erhält aber dafür über die Person die Zinsen, dann ist es okay. Das heißt, damit würden wir, was weiß ich, Strom und andere Dinge, die der Staat zur Verfügung zu stellen hat, als, ich sage jetzt mal so, als Zinsen unseres Lebens, ich sage das jetzt sehr, sehr weit gefächert. Okay, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich absolut nicht gut an, muss ich sagen. Aber okay, und schon gar nicht, weil ja die Staaten keine Staaten sind, sondern Firmen. Aber das ist ja etwas, das haben ja viele noch nicht verstanden. Und vielleicht, damit wir nicht ganz so nah an diesem brisanten Thema, ich möchte eigentlich nicht mit der BRD einsteigen, weil das bringt uns dann auch sofort irgendwie wieder, da werden wir wieder irgendwo vorgeladen. Sondern mir wäre lieber, wenn wir das mit den amerikanischen, weil ich meine, im Grunde genommen ist das ja das große Mutterschiff, ne? USA. Oder passt dir das jetzt, wenn wir darauf jetzt eingehen? Weil das ist, glaube ich, überhaupt niemandem bewusst, was können wir gerne gehen. Da sind wir tatsächlich, da sind wir auch tatsächlich weg von unserem, ich nenne es jetzt mal, innerländischen Thema. Bloß, dass man das mal versteht. Die Vereinigten Staaten sind ja auch gegründet worden durch die sogenannte Virginia Trading Corporation, die zweite. Und das war eine englische Handelsgesellschaft, die wiederum ihren Sitz in der City of London hatte. Nicht in der Stadt, sondern tatsächlich in dem Konstrukt, was auch die Krone genannt wird. Da kann man sich auch mal drüber schlau machen. Es gibt, wie gesagt, drei Städte auf diesem Planeten, also zumindest die wir kennen. Das ist einmal der Vatikan, da werden die Seelen verwaltet.
Dann gibt es die City of London, da werden sämtliche Gelder verwaltet und das Pentagon in Washington D.C. war die militärische Verwaltung. Also diese drei, ich sage jetzt mal, Zonen gab es. Wie weit die noch in, ich sage jetzt mal so, in Verantwortung sind oder wie weit die noch in der Macht sind, das ist jetzt die Frage. Ich denke, hier wird im Moment gerade sehr viel umgestellt. Und Washington ist immer noch, denke ich, der ausführende oder beziehungsweise der militärische stärkste Punkt. Also das könnte sich im Moment auch drehen, weil die Amerikaner zwar noch immer das stärkste Militär haben, aber es gibt jetzt auf diesem Planeten wieder neue, größere Herausforderer. Das ist jetzt eben eine Sache, wir sehen einiges, aber wir können nicht alles sehen. Gut, aber wir wissen, dass Russland ein sehr starkes Militär hat und können davon ausgehen, dass die Chinesen zumindest schon aufgrund ihrer sowohl ihrer Menge als auch ihrer Technologie wahrscheinlich auch ganz gut aufgestellt sind. Ja, ich sage jetzt mal so, die Russen sind, was die Verteidigung angeht, können sie nicht mehr eingenommen werden. Also das ist zumindest mein Kenntnisstand. Offensiv, sage ich jetzt einmal so, sind sie auch noch sehr stark in der Lage, Operationen durchzuführen, zumindest hier in Europa. Das, was wir in Syrien gesehen haben, war ähnlich. Aber die Amerikaner hatten ursprünglich immer diesen Anspruch, dass sie allumfassend überall auf jedem Gebiet führend sind. Diese Führung haben sie in vielen Bereichen verloren. An die Russen, die Chinesen sind in vielen Bereichen jetzt auch gefährlich geworden, aber ich denke noch nicht ganz auf Augenhöhe. Aber die Russen in vielen Bereichen schon und auch weiterhin weg. Zumindest ist das, was wir kennen, das, was wir sehen, das, was man auf Bildern an Hardware mitbekommt. Ich meine, Geschichten kennen wir da alle und so weiter und so fort. Aber da kommt Darf ich wieder das Wort gefährlich, weil das ist schon wieder für die Angstporno geilen, ist das schon wieder ein Stichwort, weil bei uns hört man ja der Chinese und wenn du dann das Wort gefährlich benutzt, also ich würde es umgekehrt sehen. Also erstens ist in China ähnlich wie in Russland und in Amerika auch ein Machtwechsel im Gange und eine Umstrukturierung im Gange. Aber außerdem ist mir wichtig zu sagen, dass dieses Gleichgewicht, also dass diese totale Hegemonie, also in dem irgendwie einer die ganze Welt beherrscht, in dem das jetzt nicht mehr so ist, ist ein Gleichgewicht eher wieder möglich. Also auf drei Beinen steht die Welt eindeutig besser als nur auf einem Bein, sage ich jetzt mal. Und noch dazu, aber das ist eine andere Geschichte, ich glaube, darüber weißt du wahrscheinlich weniger, seit der, oder vielleicht doch, keine Ahnung, seit wie heißt sie denn, diese vom Vatikan die letzte, wie heißen die denn? Du meinst die letzte Bulle. Die letzte Bulle, wo ja der Schlüssel zu gleichen Teilen an Putin, Xi Jinping und Trump gegeben wurde, damit sie den Frieden in der Welt installieren. Das ist für mich etwas, was sehr ernst genommen werden muss, weil da sind auch die Elder, die chinesischen Elder dahinter. Also das heißt, das ist eine Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob du darüber Bescheid weißt, das ist jetzt auch nicht primär unser Thema, aber... Naja, wir haben, also wenn man Chinesen sagt, sollte man auch einmal unterscheiden. Es gibt die chinesische Partei, die sitzt, das ist Rotchina, hat man das früher genannt, die sitzen auf dem Festland und es gibt die alten chinesischen Familien und die sind Ende der 40er, also 45 bis 49 sind die nach Taiwan. Und Taiwan ist auch China, nennt sich dann Republic of China, also ROC geschrieben im internationalen Vergleich. Das ist immer dieser Streitpunkt, wo es heißt, ja, die Amerikaner unterstützen jetzt wieder die Republic of China. Und da sitzt meines Wissens auch ein Großteil des chinesischen Goldes. Die chinesische Partei, ich sage jetzt mal so, kann man sich auch drüber viel anlesen, was da passiert ist in China. Da kommt nicht so viel bei uns raus, aber ich sage nur, chinesische Kulturrevolution, das finden ja einige bei uns, ich sage jetzt mal weniger bei uns, sehr toll, diese Geschichte. Aber das ist mal eine Sache, da kann man sich mal drüber informieren. So, aber das ist wie gesagt China, gibt es zwei, Taiwan und eben Rotchina, wobei das auch kein homogener Block ist, sondern dort gibt es natürlich genauso verschiedene Strömungen innerhalb der Partei. Die hat schon immer gegeben, die wird es auch immer geben. Also von dem her sollte man das nicht als monolithischen Block sehen.
Russland ähnlich. Man hat eben Putin und seine, ich sage jetzt mal Getreuen, nenne ich das, die man sieht, die, denke ich, haben das Land relativ gut im Griff. Und genauso ist es in Amerika, wo wir jetzt diesen Machtwechsel jetzt schon seit Jahren sehen von den, ich sage jetzt mal, Kräften, die vielleicht jetzt in der Demokratischen Partei eher sichtbar sind, zu denen wieder zurück zu den Patrioten. Also das heißt, hier die Hintergrundmächte haben hier einfach mal den Schalter umgelegt. Und das ging nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine längere Geschichte. Wie gesagt, militärisch habe ich im Moment, Angst ist das falsche Wort, das ist richtig, sondern habe ich keine großen Bedenken, weil sich einfach keiner Krieg leisten kann. Es ist viel zu teuer, es wird halt Säbel gerasselt, es wird manchmal auch ein bisschen Feuerwerk gemacht, aber großartig passieren tut nichts. Gut, aber vor allem dürfen wir nicht, das ist ja das Wichtigste, denn das haben ja ganz viele noch nicht kapiert, dass Donald Trump, seitdem er an der Macht ist, hier wirklich Weltfrieden schafft. Also das kann selbst der letzte Depp sehen, wenn er denn die Augen aufmacht und nicht in das schwarze Kastel reinschaut, wo einem immer das Gegenteil erklärt wird, denn Obama hat Krieg, der Friedensnobelpreisträger hat Krieg gemacht und Trump macht Weltfrieden und nirgendwo ist das so sichtbar wie in Palästina und so weiter. Aber wir wollten eigentlich auf die Firma USA, ne? Weil da gibt es ja große Veränderungen. Also erstens mal, dass die Menschen überhaupt begreifen, wie ist denn, also es ist, die USA ist zu einer Firma geworden. Bezeichnenderweise hat die damals der Krone gehört und das ist ja schon sehr bezeichnend, dass dieser Virus jetzt Corona heißt, wenn er denn existiert. Aber okay, also es war eine Firma, die ihren Sitz in London hatte, in der City of London genauer, und diese Firma hat ja dann ganz USA ja aufgekauft oder einfach sich vereinnahmt, ne? Also das hatte mit den Kriegen zu tun, ne? Ich denke, das ist das bessere Wort. Also das heißt, was ist tatsächlich passiert? Wenn wir uns einfach mal die Geschichte der 13 Staaten anschauen, die wir letztendlich haben in den Vereinigten Staaten, also die 13 Gründerstaaten an der Ostküste. Es gab eben Washington D.C. als District County und so heißt es heute auch noch. Und das ist letztendlich, oder das sind die Vereinigten Staaten, mehr nicht. Die ganzen anderen Kolonien waren ja eigenständig. Die wurden nur mehr oder weniger, haben sich dort getroffen und wurden von dort aus dann verwaltet. Man hat also dort einen Präsidenten gewählt, der ursprünglich aus Wahlmännern der 13 Kolonien bestimmt worden ist. Also es war ein Sprecher erstmals damals. Das ist also vielleicht mal, um das zu verstehen. Der Rest, was dazugekommen ist, ich denke, da kann man sich mal so Filme angucken, Hollywood-like, wie ist jetzt der mit Tom Cruise und der Nicole Kidman, wo es in einem fernen Land. Genau. Und dann gibt es Patriot. Genau, Patriot war ja früher, das war Mel Gibson. Und in einem fernen Land, denke ich, ist aber ein ganz gutes Beispiel, weil da sieht man, wie das passiert ist. Das heißt, da gab es eine Ablauflinie, da hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, so, die ganzen Siedler können ab jetzt losfahren und jeder, der einen Claim oder ein Land abstecken kann, kann es registrieren, das ist dann seines. So funktioniert es auch heute noch. Es ist dasselbe, ich habe mal Kanada besucht und dort läuft beispielsweise ein Grundstückskauf anders. Dort wird tatsächlich ein Landvermesser bestellt, der ein Grundstück abgeht und dann prüft, ob auf diesem Grundstück noch irgendwelche Markierungen von anderen Leuten liegen. Das ist tatsächlich die Substanz und darum geht's. Sobald ich aber diese Substanz registriere, das heißt übertrage, und das ist tatsächlich mit der Virginia Corporation passiert. Das heißt, ich gehe zu jemand anderem und melde mein Land dort an, auf einem Stück Papier. Das ist der Trick. Das heißt, hiermit übertrage ich etwas. Das ist diese Registratur. Also immer, wenn man uns irgendwo eintragen und sagen, geben Sie mal an, was da ist, dann überschreibe ich das in ein Register und übergebe damit eigentlich auch die Rechte. Gut, darf ich da nur einhaken, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit und ich möchte mich nicht zu sehr in den Details verlieren. Also was hat das jetzt mit uns zu tun? Über die Deutschen weiß ich das einfacher, also, aber ich denke, das kannst du mir vielleicht jetzt gleich sagen, ob dir die Schweiz oder die Österreich ist, ähnlich ist. Ich weiß, dass die BRD quasi dort genauso eingetragen ist wie ein Bundesland, wie ein anderes Bundesland. Würdest du das so bestätigen? Sie sind alle in einem Firmenregister, dem DUNS, also DUNS-Register, sind alle, meines Wissens, alle Staaten dieser Welt eingetragen. Das heißt, sie sind dort als Firmen registriert. Und alles, was registriert ist, gehört irgendjemandem.
Wir und zwar privat. Ja, natürlich, irgendjemand gehört es. Ja? Also wer das dann auch immer ist, das werden wahrscheinlich dann wiederum diejenigen sein, denen diese Corporation gehört und oder die zumindest Anspruch erheben. Ja? Also gehören tut es ihnen nicht, aber sie erheben Anspruch und es hat keiner widersprochen. Und dieses Thema wirklich auszuweiten, geht weit über diese Dreiviertelstunde weg. Ich weiß, ich verliere mich immer in Details, aber ich denke, dass die immer wichtig sind, damit man das Ganze begreifen kann, was da eigentlich läuft. Und es geht alles um Buchhaltung. Es ist ganz wichtig, also wenn dann bei unseren Zuschauern auch mal Buchhalter dabei sind, die vielleicht auch mal GmbHs prüfen oder beschreiben, ihr seid viel näher an der Wahrheit dran, wie alles verwaltet wird, als ihr wisst. So wie im Kleinen, so im Großen. Und auch um wieder das Corona-Thema reinzunehmen, Corona ist für mich eine weltweite, ich sage jetzt mal so, Möglichkeit, Dinge abzuschreiben. Und das ist wichtig, um die Bücher zu bereinigen, damit ich sie neu aufmachen kann. Das ist der Plan, zumindest der, nennen wir es mal, Eliten oder der Alten dahinter. Okay, das finde ich ganz wichtig, weil das habe ich auch in einem Video, in einem meiner letzten Video, bin ich darauf eingegangen, auf diese Haftungsgeschichte und dass Corona mehr oder weniger eine Möglichkeit gibt, das Ganze abzuwickeln. Weil irgendwie muss es abgewickelt werden. Und da der Film, den ich da empfehle, ist, obwohl er ja wirklich er ist grauenhaft zum Anschauen. Also ich schaue mir, glaube ich, nicht freiwillig ein zweites Mal an, Schindlers Liste. Aber da sieht man ja, wie dieser Buchhalter, ne, permanent ausrechnet, was sich noch ausgeht, ne? Wie viele Menschen sich noch ausgehen, wie viele er noch, dass das alles eine buchhalterische Sache ist und alles hängt mit Haftung zusammen. Ich glaube, das haben viele nicht begriffen, weil ich bin da ganz bei dir und du betonst ja auch immer, dass Al Capone auch aufgrund der Buchhaltung dann ins Gefängnis kam. Und auch jetzt ist es so, dass ganz, ganz viel mit diesem Thema der Haftung und mit Buchhaltung zu tun hat und ich denke, das ist den wenigsten bewusst. Man kann nicht einfach ideologisch nur sagen, ja, wir gehen jetzt alle wieder ins Naturrecht zurück, und den Rest vergessen wir. Das sind Träume, aber es muss abgewickelt werden. Und es muss, und das denke ich, ist bei Trump ja auch so wichtig, er muss es sauber abwickeln. Er kann nicht bescheißen wie der Deep State. Er kann da nicht einfach irgendjemanden um seinen Besitz berauben, sondern er muss es abwickeln. Und das sehen wir zum Beispiel daran, als die Fed einverleibt wurde, hat er ja die ganzen, hat er BlackRock hat er raushalten müssen, weil da die ganzen, oder extra, weil da die ganzen Renten, Pensionsversicherungen drinnen sind, ne? Also man kann nicht einfach jetzt sagen, das ist alles null und nichtig. Das ist dasselbe bei uns. Auch wir haben alte Strukturen. Die deutsche Rentenversicherung ist noch so ein Thema. Zum Beispiel. Ja? Also man findet auch bei uns noch Strukturen, die alt sind. Und also Kaiserreich und wahrscheinlich noch älter, wo gewisse, ich sage jetzt mal, Ansprüche liegen. Das ist letztendlich auch das Thema, was die BRD zum Einsturz bringt. Nicht bringen wird oder eigentlich schon zum Einsturz gebracht hat. Dieser Staat oder diese Firma ist pleite. Sie war es vor 30 Jahren schon. Dann kam die SBZ dazu. Man hat sich dann nochmal retten können durch verschiedene Kredite, weil man Haftungsmasse dazu gewonnen hat. Und diese Haftungsmasse hat das Ganze nochmal verlängert. Deswegen auch mal auf 2015 schauen. Da hat ja mal der etwas öfter angetrunkene ehemalige Kanzlerkandidat Schulz diesen Spruch getätigt. Flüchtlinge sind für uns wertvoller als Gold. Wenn man sich das mal unter dem Thema der Haftung anschaut und was diese... Und der Sklavenhaltung. Das sowieso, dieser Menschen bringen. Also da wurden mehrere... Ziele miteinander verfolgt. Auf der einen Seite diese Umvolkung. Ich denke, die brauchen wir auch hier nicht in irgendeiner Weise in Abrede zu stellen. Sondern wenn man sich überlegt, warum können, ich sage jetzt mal, bei irgendwelchen schweren Verbrechen Menschen aus dem Gerichtssaal gehen, ja, obwohl sie vielleicht jemanden umgebracht haben, ist immer die Frage. Menschliche Tragödie brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber für einen Buchhalter heißt das, hier wurde ein Asset, also sprich ein Wertgegenstand, vernichtet durch einen anderen Wertgegenstand, der allerdings diesen Schaden niemals auf,
aufwiegen kann, weil er die Haftung nicht hat. Und damit sage ich jetzt was, was etwas kryptisch klingt, aber das Thema Haftung ist eines der wichtigsten, um das geht es. Immer um das Thema der Haftungsverschiebung. Versicherungen und Haftungsverschiebungen sind in diesem ganzen Spiel die zentralen, ja, Eckpfeiler. Und genau, darum geht es. Genau, sowohl in Person, auf die Person bezogen, als auch auf die sogenannten Staaten, die ja eigentlich Firmen sind. Also ist die Frage, welcher Firmenmantel ist jetzt gültig? Weil wenn man da zurückgeht zum Beispiel, dann ist die Frage, ne, gerade was die BRD betrifft und Deutsches Reich und so weiter, wie weit geht man zurück? Und dann ist die Frage, wer haftet für das, was dazwischen passiert ist? Aber nur kurze Frage dazwischen. Wie siehst du das mit Österreich und der Schweiz? Weil mit der BRD ist mir das klar. Österreich, denke ich, ist dasselbe Thema wie die BRD. Nur, dass da, denke ich, eine andere Konstruktion gewählt ist. Aber aus meinem Dafürhalten das Gleiche, weil ja auch in Österreich immer noch letztendlich SMAD-Gesetze, zumindest in Wien, sind ja die Russen immer noch mehr oder weniger die Herren im Haus. SMAD-Gesetze, magst du das erläutern? Also sowjetisch-militärisch besetzte Zone. Das ist also in Deutschland waren das die SMAD-Gesetze. Da verweise ich mal auf den Hajo. Der kann da, denke ich, oder hat er für rüber auch sehr viel gesagt. Ich komme ja aus dem Westen, deswegen kenne ich eher so die amerikanische Seite. Aber das ist, wird auch in Österreich gewesen sein. Die Schweiz war und ist immer neutrales Gebiet gewesen, weil sie notwendig war, um dort Geschäfte abzuwickeln. Das wird auch heute noch gemacht. Wenn dieser Platz eines Tages nicht mehr gebraucht wird, dann wird er aus meiner Sicht auch aufgelöst werden in irgendeiner Art und Weise. Wir wissen es noch nicht. Aber was ich sehe oder was man in der Schweiz sieht, dort hocken tatsächlich auf exterritorialen Gebieten solche Vereine wie der Weltpostverein, wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wie das Rote Kreuz und so weiter. Das heißt, hier findet man unheimlich viele Institutionen, die dort ihren Sitz haben. Und da kann man sich auch mal damit beschäftigen, was da alles sitzt. Man muss jetzt noch nicht mehr in die Eigentümerstrukturen reingehen. Das meiste sind Vereine. Ja? Also die meisten Firmen, was wir immer nennen, sind nach dem Vereinsrecht organisiert. Also wie bei uns zum Beispiel der ADAC. Ein Verein muss nicht immer, ich sage jetzt mal so, gemeinnützig sein. Das kann er, muss er aber nicht. Und darüber ist das meiste organisiert. Und die, die das irgendwann mal heran oder hervorgebracht haben, sind eben im Vatikan zu suchen. Weil die haben lange genug Zeit gehabt, diese Gesetze oder diese Regeln aufzubauen. Und die sind wahrscheinlich noch viel älter. Es ist natürlich alles verfeinert worden, aber nichtsdestoweniger muss man sich mit den Dingen beschäftigen, weil zumindest im Groben, dass man mal versteht, worum es geht. Und du hattest Weltpostverein. Also erstens mal wollte ich noch sagen, also in der Schweiz ist diese finanzielle Insel, ne, die Insel der Finanzen. Und ich, Wien ist so eine Insel, wo sich die ganzen Spione getroffen haben, also die Drehscheibe, ne, wo alle ihre Geschäfteln haben machen können, jetzt weniger was die Finanzen betrifft, sondern einfach dieses Marscheln unter dem, ich gib da was, du gibst mir was, ne, so haben sie sich dort immer getroffen, ne, entweder unterirdisch oder auf Flughäfen. Und da gibt's ja auch eigene Gesetzmäßigkeiten, was das betrifft, ne. Also Wien ist auch. Da treffen sie heute noch im Kaffeehaus. Ich denke, das war's. Club 45 und so weiter. Aber ich wollte jetzt nochmal Weltpostverein. Wir haben ja jetzt erfahren, dass die Schweizer Post offensichtlich den Quellcode besitzt für diese Wahlmaschinen. Und wir wissen von Donald Trump, dass er den Schlüssel an die Post übergeben hat und dass der Postverein einer der ältesten ist. Wenn du jetzt sagst Weltpostverein, ich meine, die Frage ist, in welchen Händen, also ist das jetzt, ist das eine Deep State Vereinigung, ist das schon hat das schon gewechselt oder weißt du da nichts drüber? Also so viel kann ich jetzt auch nicht darüber sagen. Ich weiß natürlich, wenn man überhaupt mal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch hier erstmal Wikipedia zu Rate ziehen, erst einmal schauen, dass es sowas gibt. Das ist also eine weltweite Organisation ist, die unheimlich viele Rechte hat und vor allem, sie hat ein eigenes Geld, das nennt sich Sonderziehungsrechte. Das ist ein Währungskorb aus den bedeutendsten Währungen weltweit.
Also Euro, Pfund, Yen, Rubel, wie auch immer. Kann man nachlesen, ändert sich auch ab und zu. Jedenfalls über die Post, und das ist ganz wichtig, weil wenn ich heute zwei Parteien habe, brauche ich immer einen Mittler. Das heißt, jemand, der neutral ist, der Nachrichten von A nach B bringt, auch in Kriegszeiten. Ja? Kann man sich auch mal drüber informieren, was zum Beispiel, wie das lief. So Turn und Taxis war früher mal da so eine Nummer hier in Deutschland, die eben die Post, die Botschaften von A nach B gebracht haben, auch durch die feindlichen Linien. Das kann man jetzt mal kurz darunter zusammenfassen, wofür der Weltpostverein gegründet worden ist. Das war auch 1800, ich glaube 90 oder 80, ich weiß es jetzt nicht genau, ich müsste nachschauen. Jedenfalls, da wurde eine Organisation gegründet, wo man sich einig war, dass man Nachrichten und andere Dinge, dass man denen Regeln gibt, denen alle zustimmen. Das heißt, wir sehen auch hier wieder, die Welt wird durch wenige gesteuert, die sich alle irgendwo immer mal wieder an dem Tisch treffen zu Gesprächen. Und wo dann ausgemacht wird, der kloppt jetzt mal den und der kloppt den, wie man es in Mafia-Filmen kennt. Die Paten treffen sich an einem neutralen Ort und hauen sich trotzdem hinterrücks das Messer rein. Genau. Aber nachdem, das ist, was passiert. Nachdem wir aber jetzt schon wieder fast am Ende sind, wollte ich, also ich möchte da wieder, weil da gehe ich insofern nicht mit dir d'accord, als dass du hier die Vergangenheit wunderbar beschreibst. Und es ist wichtig, dass der Einzelne versteht, wie das System bis jetzt war, damit er nicht sich dagegen sträubt, dieses System entweder zu verabschieden oder umzustrukturieren, weil viele haben ja dieses System überhaupt noch nicht begriffen. Und ich bin ganz bei dir, es war ein extrem mafiöses System und es war bis jetzt alles, die haben sich mehr oder weniger das untereinander aufgeteilt, es gab wenige Ausnahmen, JFK ist eine davon und ich sehe Trump als direkter Nachfolger von JFK, der das, was JFK nicht vollenden konnte oder nicht durchsetzen konnte, jetzt in die Garage fährt. Aber damit wir das jetzt unser Ding auch in die Garage fahren, darf ich mal sagen, also ich bin überzeugt, also das ist für mich gar keine Frage, dass es einen Machtwechsel auf dieser Erde gegeben hat und dass es für mich auch gar keine Frage ist, wer jetzt mittlerweile die Macht hat und zwar auch nicht zuletzt, weil das auch wirklich von oberster Instanz so gewünscht wird. Darauf geht ja auch Wagand immer ein. Ne? Die haben ihre eigenen Regeln nicht mehr eingehalten, von daher haben sie verspielt. Ne? Jetzt kommt der Papa und sagt so, und die Mama kommen beide und sagen, jetzt ist Schluss mit Lustig, jetzt geht's nimmer. Und ich meine, wir wissen ja, dass bist du da meiner Meinung, dass, also meine Information ist, dass Trump die Firma USA bereits im März, als er diese Schlüssel überreicht hat, abgewickelt oder dass es da den Machtwechsel gab, dass er diese Firma abgewickelt hat. Kannst du dazu noch was sagen? Weil ich möchte die Menschen auf keinen Fall hier zurücklassen in dem Glauben, ja, jetzt haben wir heute ein Mafia-System und das war immer schon so und das wird immer so bleiben. Weißt du, diese Relativierung halte ich für ganz, ganz gefährlich. Dieses, ja, die waren immer schon korrupt und die werden immer korrupt sein und das wird immer so bleiben, dann kann man sich gleich den Todesschuss geben und vor allem entspricht es meiner Meinung nach nicht der Realität. Den Todesschuss würde ich mir jetzt auch nicht geben, sondern ich sehe das tatsächlich so. Man sollte zurücktreten, sich das Ganze aus einer Perspektive anschauen und sagen, was hat es mit mir zu tun? Muss ich mich in allen Belangen mit einbringen oder ist das meine Sache? Vielleicht gibt es auch Dinge, die man annehmen muss, so wie sie sind. Ja, weil viele Dinge können wir nicht ändern. Also das große Spiel, also für uns einzelnen Menschen, ja, können wir viele Dinge nicht wirklich ändern. Wir können sie annehmen, so wie sie sind. Das heißt nicht, dass wir sie tolerieren müssen, sondern einfach nur, wir nehmen sie zur Kenntnis. Vielleicht ist auch das, was viele von uns verlangen und wir es einfach nicht verstehen. Also das ist eine Frage der, wie soll ich sagen, der Korrespondenz oder beziehungsweise tatsächlich des Verständnisses. So. Der Vermittlung. Der Vermittlung, beziehungsweise der verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden. Deswegen auch dieses juristische Wörterbuch, kann man sich mal kaufen, kostet glaube ich 27 Euro, stehen interessante Dinge drin, öffnen die Augen. Aber jeder kommt hier in die Selbstverantwortung oder muss in die Selbstverantwortung kommen, zu begreifen, es gibt Spielfelder, auf denen wird agiert. Die werden sich so schnell aus meiner Sicht auch nicht ändern. Aber wir können lernen, auf diesen Spielfeldern zu agieren und müssen begreifen, was sind unsere Spiele, wollen wir da mitspielen, müssen wir da mitspielen oder können wir uns auch zurückziehen.
Wir müssen lernen, die Regeln oder zu erkennen, dass es Spielfelder sind und dass es auf denen Regeln gibt. Und das ist das mit dieser, ich sage jetzt mal, dieser Kraft von oben oder den Schiedsrichtern. Und dann sind wir vielleicht wieder auch bei dem Thema Weltpostverein. Es muss auf einem Spielfeld Schiedsrichter geben. Und wenn jemand anfängt oder eine Seite anfängt, faul zu spielen, dann wird sie rausgenommen. Das sehen wir. Damit gehe ich auf jeden Fall d'accord. Und was die Zukunft bringt, werden wir erleben. Aber es kann nur sein, dass wir alle mehr in die Eigenverantwortung und Selbstverantwortung kommen für unser Leben, dass wir erkennen, wer wir sind, was wir sind, vielleicht auch, wo wir sind. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Aber zumindest, dass wir mal wissen, wir sind Menschen, wir sind geistig-sittliche Wesen, mehr als nur Materie oder unser Körper. Und dass es hier einfach Spiele gibt, in denen wir drin sind. Wir sollten uns aber nicht damit verwechseln, mit den Spielfiguren, die wir bedienen können. Klingt jetzt auch ein bisschen kryptisch, aber ich denke, das ist einfach der Punkt, dieses Personenthema. Es sind Spielfiguren. Wir sind aber nicht diese Spielfiguren. Das ist die Verwicklung, ne? Das ist die Verwicklung. Das muss man begreifen. Ich meine, diese Spiele machen zum Teil ja auch Spaß. Ja? Es macht ja Spaß, mit dem Flieger vielleicht mal in die Südsee zu fliegen. Okay, na, verstricken wir uns jetzt nicht. Wir haben schon 15 Uhr und dass es Spaß macht. Also wir sind alle an einem Punkt, wo wir erkennen. Also vielleicht macht es Spaß, wenn man erkennt, dass man das Spiel auch zu seinen Gunsten. Und ich denke, das ist ja, was jetzt im Moment passiert mit Trump. Ich meine, bist du da meiner Meinung? Er ist jetzt derjenige, der die Firma da der Insolvenzverwalter dieser Firma USA, ne? Definitiv. Das ist sein Auftrag. Dafür ist er herangesetzt worden. Das kann er zur Perfektion. Er ist ein Dealmaker. Und er macht seit 4 Jahren, so wie ich das beobachtet habe, nichts anderes, als neue Deals abzuschließen. Und das kann er nur dann tun, wenn er eine alte Firma, ich sage jetzt mal, zumacht und einfach, ich sage jetzt mal, das Vermögen mit in eine neue hinübernimmt und dann auch vielleicht Selbstverantwortung wieder rausgibt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, nicht jeder ist in der Lage, diese Verantwortung erstmal zu begreifen und zu übernehmen. So viel zu dem bescheuerten Thema, das immer im Netz kursiert, von wegen, erwarten wir von Trump gerettet zu werden oder nicht. Das ist ganz einfach, jeder rettet sich selbst, aber die Firma muss wir andere abwickeln, das können wir nicht. Dazu haben wir auch rechtlich gar nicht die Möglichkeit, geschweige denn, was die Informationen und unser Vermögen betrifft, ne? Ja, auch nicht als unseren Auftrag. Genau. Gut, Marc, ich sehe schon, das verlangt nach einer Fortsetzung oder dass du es selber fortsetzt. Dein YouTube-Kanal gibt es noch nicht, aber du hast hier schon mal aufgeschrieben, MGK1 wird der Name sein. Auf Telegram findet man dich unter https Gott. /t.me /. Das ist ein T. t.me/mg, das ist ein G und keine 6, K1. 1. 1. T. MGK1, genau. Und was ist T. das letzte genau. T? Okay, das ist gut, aber ich gebe es natürlich auch drunter. Ja. Okay, gut. Ja, dann noch. Genau. Marc, es war mir eine Freude. Ich glaube, du hast ja schon einen wunderbaren Schlusssatz gesagt, mit dem, dass es jeder für sich selbst verantwortlich ist und vor allem hier wieder in die Eigenermächtigung geht. Und damit er das kann, braucht er die Informationen und die geben wir gerne. Immer wieder, immer ein bisschen. Es gibt andere, wo man sich informieren kann. Die Maike Büttner hat viel über Seerecht gemacht, über Admiralsrecht. Da gibt es ja so viele. Gell? Der Klaus natürlich, fällt ja sonst noch wer ein. Da gibt es einen Hartmann, ach Gott, den habe ich nicht mehr, Hartmann. Also der Andreas Klaus ist für mich einer, der am angenehmsten anzuschauen ist. Das war ja auch mein Startpunkt tatsächlich. Leider ist er nicht mehr unter uns. Ja. Aber die haben auch eine gewisse Leichtigkeit, einen gewissen Humor, um in das Thema einzusteigen für unsere Ecke hier. Genau, Klaus mit C. Klaus mit C, Andreas Klaus. Findet man noch im Netz, gibt es sehr vieles drüber. Das würde ich mal zum Einsteigen nehmen. Und alles Weitere, wie gesagt, ergibt sich. Viele Informationen muss man auch auf sich zukommen lassen. Die gibt es nicht komplett frei im Netz. Und es gibt auch keine Bücher und ein Formular, wo ich sage, heute wechsle ich von der Person zum Menschen. Sondern das muss sich jeder selber erarbeiten. Das ist eine Arbeit, die fängt hier und vor allem hier im Herzen an. Und das ist der einzige Weg, den ich kenne. Na, das ist doch ein tolles Schlusswort. Also dann stoppe ich mal die Aufnahme und verabschiede mich von den Zuhörern und Moment, wo ist es? Aufzeichnen.